Herzlich willkommen von Home Adventure mit dem neuen Video. Ja, hier im Hintergrund seht ihr gerade da meine Wäsche, die trocken tut. Es ist da ein bisschen regnerisch und wenn es regnet, dann mache ich einfach die Türe zu. Ja, waschen tun wir selber und eben wenn es regnet, dann hängt die dann halt hier drin und trocknet auch, weil die Fenster leicht offen sind. Gell, Angie? Ja, und in dieser Waschmaschine wird gewaschen. Das ist wirklich ein Privileg, wenn man eine Waschmaschine dabei hat. Okay, aber wegen dem sind wir jetzt nicht hier, sondern wegen dem neuen Video von Jordanien. Wir reisen weiter durchs Land bis zur Grenze vom Irak. Das kommt dann im nächsten Video. Also, dann lassen wir los und viel Spaß beim Schauen. Wir fahren da an den Salinen vorbei und weiter vorne dann zum Toten Meer. So, jetzt habe ich gerade mal meinen Beifahrerplatz mal abgegeben an zwei Hitchhiker, die ein Stück mitfahren. Und da ist es, das Tote Meer. Wir haben es erreicht. Sieht wunderschön aus da. Hier entlang des Toten Meeres leben Menschen, hier von ein bisschen Ackerbau, ganz einfach auch in Zelten und mit ihren Tieren. Und vieles aus Planen hergestellt. Ja, ist ein einfaches Leben hier. Wir erreichen langsam das Tote Meer und es sieht tatsächlich ein bisschen tot aus, denn der Wasserspiegel war wohl früher sicher viel höher, als er jetzt ist. Ja, wir sind am Toten Meer und einst war der Wasserspiegel des Toten Meeres ja wesentlich höher. So hat es hier immer noch diese Salzrückstände von den ehemaligen Ufern, die man hier noch sehen kann. Und was hier jetzt aussieht wie Reste alten Schnees, ist eben dieses Salz. Und da unten ist mittlerweile der Wasserspiegel. Und direkt am Wasser sieht das aus wie Blumenkohl. Ich bin gerade am Toten Meer, ich will da runterlaufen, das sieht aus wie Eisblöcke, ist aber Salz. Ja, sehr spitzig. Aufpassen für Verletzung. Das ist es jetzt, das Tote Meer. Eisschollen, die eigentlich keine sind, sondern Salz, da kann man gleich die Salzvorräte wieder auffrischen. Ja, man kann da fast übers Wasser laufen. Der Meeresspiegel war mal viel höher, was man da auch sieht an den Kanten. Jedes Jahr soll es einen Meter zurückgehen. Tragisch, tragisch. Hier sind überall Schuhe von Leuten, die da rein sind, zu lang drin geblieben, dann hat sie die Salzsäure aufgefressen, haben es nicht mehr geschafft, offenbar. He? Ich war gerade im Wadi Mucib Canyoning, aber ohne Filmaufnahme, denn das war wirklich sehr, sehr nass und sehr viel Tauchen. Dafür macht René hier im Wadi Atun und Canyoning. Wir sind schon beim nächsten Wasserfall, alles durchs Wadi gelaufen. Und da hinten war ich, da gibt es ein Seil, da muss man hochklettern. Wusste aber nicht, ob das Seil gut ist. Ja, es hat gehalten und es hat aber auch Steine, aber ist alles rutschig. War ein Erlebnis. Leider diese Wasserleitungen. Ja, man muss da überall ein bisschen hochklettern und dafür fließt hier Wasser, sogar eine heiße Quelle, etwa 50, 60 Grad, da kann man unmöglich drunter. Da hinten hat es einen Wasserfall und da kann man hochklettern und das kann man versuchen, ist aber senkrecht. Hat er schon versucht, geht wohl irgendwann nicht mehr weiter. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Und keine Höhenangst haben.
Klar. Das ist die heiße Quelle, über 50 Grad. Man kann es kurz berühren, aber da muss man weghalten. Da weiter unten hat es einen Pool, aber mir ist das Wasser zu warm. In der Hitze habe ich es lieber kalt, so richtig schweißerisch. 18, 20 Grad wäre super. Da kann man wunderbar baden, wie ihr seht. Klettern ist hier auch nötig über den Wasserfall. Weiter unten sieht das Wadi so aus. Meine zwei Wölfe konnten da nicht raus. Ich musste sie allein lassen. Die hatten keinen Bock. Die sind jetzt zurückgelaufen. Alleine und warten beim Camper. Wie immer, die sind ja selbstständig. Wir lassen jetzt das Tote Meer hinter uns und fahren da übers Gebirge Richtung, wie heißt Madabar, zu dieser Mosaikstadt. Und so sieht die Landschaft hier eigentlich aus, ziemlich steinig. Wir sind oben und es gibt wieder Bäume und ich freue mich so jedes Mal, wenn ich wieder grün sehe, Bäume sehe, weil das ganze Land vor ein paar tausend Jahren, schätze ich, war nämlich richtig voll mit Bäumen. Und das würde unsere Welt eigentlich retten, weil das sind CO2-Fresser, wenn das CO2 wirklich ein Problem wäre. Bäume sind die Lösung, lasst uns Bäume pflanzen. Nochmal ein Blick aufs Tote Meer. Durch die Bäume. Ach, mir gefällt das. Sobald ich Bäume sehe, flattert mein Herz. Also da unten ist für mich einfach öde, im Gegensatz zu hier. Ah, Bäume, grün, viel schöner. Wir sind hier in Madabar, eine eigentlich mal christliche Stadt und es gibt hier ganz viele, ja, Kirchen oder Fundamente von Kirchen und hier ist offenbar die Turi-Meile, die ist auch hier. Und ein Teppichweber, der hat uns jetzt zum Tee eingeladen da. Wunderbar. Nehmen wir ein Tässchen. Wir anfangen in die Wohnung mit der Arbeit. Mit dem Weberstuhl hier? Mit dem Weberstuhl, ja. Also seit über 80 Jahren. Familientradition und er webt bis heute noch. Morgenstunde mit meinen Wölfen hier in der Stadt. So wird gelebt hier. Einfach. Angeblich gibt es einmal in der Woche gibt's Wasser vom Netz und dann füllen sie alle ihre Tanks auf. Und das muss dann eine Woche reichen. Ja, mal schauen, wie das dann bei uns wird. Hä? Das Besondere an Jordanien ist, hier gibt es auch Kirchen und Christen und ja, die werden hier nicht verfolgt. Das ist schön. Jetzt mache ich mal einen kleinen Ausflug in eine orthodoxe Schule in Madabar. Hier gibt es nämlich auch wieder Kirchen auch. Hier sind gerade Schulferien, aber hier gibt es auch eine Aula. So sieht das aus in einer jordanischen Schule mit Theaterbühne. Und hier viele Sätze in Arabisch und in Englisch. Wichtig fürs Leben. Und so sieht ein Pausenhof aus. Wie mir die Lehrerinnen hier mitgeteilt haben, war das früher die kleine, alte christliche Schule, weil es nur sehr wenige Christen hier gibt. Aber nun doch ist sie vergrößert und hat dieses große Gebäude, wo ich gerade drin war. Und das ist der angeschlossene Kindergarten. TikTok ist auch hier präsent.
Wir sind in der Nähe von Amman und hier ist ein Ausflugsziel für ganz viele Ammaner. Die Städter, die picknicken hier. Wir waren jetzt 2 Tage in diesem Pinienwald und fahren jetzt wieder raus, ein bisschen holperig, aber dafür waren wir hier Mutterseelen alleine. Jetzt Pausenplatz hier am Fluss in Jordanien. Ja, und dann möchte man eigentlich allein sein und war das auch, aber dann hat es hier doch ziemlich viele Menschen. Ganz viele Palästinenser, die hier leben, die uns natürlich auch fotografieren, aber das können wir ja auch. Haha. Und wir werden gleich voll gequatscht. Jetzt ist er weg. Er will doch nicht gefilmt werden. So, und wer es jetzt nicht glaubt, der sieht jetzt, wie hier einfach der Abfall am Flussbett entsorgt wird. Da kommt der ganze Müll einfach auf einen Haufen und die nächste Flut wird es schon wegspülen. So ist das in Jordanien. Tja, das ist dann natürlich leider nicht mehr so romantisch hier am Fluss, aber auch dieses müssen wir erleben. So wird dieser schöne Gartenbetrieb hier einfach sein Müll los. Das ist easy easy, einfach in die Natur knallen. So, das kommt aus. Also innen wunderschöne Pflanzen und Gewächshäuser. Aber außen die Natur verschandeln. Ja, liebes Königreich Jordanien, da müsst ihr, lieber König, noch ein bisschen was an Gesetzen hier erlassen, weil so geht das natürlich nicht auf die Dauer. Das kann ja wohl nicht sein. Wir sind jetzt in Jarasa und stehen hier so ein bisschen versteckt am Parkplatz hinter den Ausgrabungsstätten. Und gleich neben unserem Stellplatz, da kräht's und gurt's und gackert's, denn hier ist ein ehemaliger Pferdestall jetzt nicht mehr benutzt und der Besitzer hat hier Hühner, der hat uns gerade hier reingelassen. Ja, hier wird gepickt und auch die Tauben fressen mit. Und wir haben ein Ei geschenkt bekommen, frisch gelegt. Von den Ruinen des Hippodroms hier in Jarasa mal einen ganz weiten Blick in die Größe dieser Anlage zum Hadriansbogen, der da hinten links ist. Und hier haben früher die Pferderennen stattgefunden. Oh, gestern Abend war noch eine Nacht und wir haben uns schön an einen Stellplatz oberhalb am Berg mit super Aussicht hingestellt, weil wir da auf der anderen Seite vom Areal nicht stehen bleiben durften. Da war es nämlich schön ruhig und die sagten damals schon, wir müssen da ans Visitor Center. Aber wie ihr hört, das ist direkt an der Hauptstraße, also sind wir da hoch. Aber die Polizei hat uns gefunden, ja, man kann da nirgends in der Stadt frei stehen. Die schicken einem alle dahin. Da mussten wir um 10 Uhr abends halt dahin und hatten eine Scheißnacht, weil es einfach lärmig ist. Ja. Wir sind in Cheras und wir schauen uns da alte römische Siedlung an. Und wir sind die Ersten. Weil nachher kommt die Meute. 8 Uhr geht's auf, 8 Uhr sind wir drin. Hunde geht sogar, hat niemand was gesagt, Glück gehabt. Gestern meinten eine, die dürfen nicht rein. Okay, gestern hat es auch viele Leute gehabt. Und jetzt gucken wir das an. Ein paar Meter weiter sind wir auf dem schönen runden Marktplatz. Das ist die Hauptstraße hier. Also beträchtlich, das sind ein paar hundert Meter. Wenn man hier an der Kreuzung links fährt oder rechts, geht es woanders hin. Man sieht auch immer die Wagenspur, die
Pferde da hinterher geschleppt haben, mit dem ganzen Zeug drauf. Überall sind, das sieht man übrigens überall, wo römische Straßen sind, immer Wagenspur. Das war mal eine Kirche. Und da hier, das war dann die Wasserstation, da hat man Wasser geholt, also frisches Wasser. Da sieht man auch so ein großes Becken. Ja, nebenan finden noch Ausgrabungen statt. Da arbeiten die Menschen mit wenig Gerät, Besen, Schaufel. Das ist die Artemis, die Straße, die da durchführt. Artemis ist schon in der Bibel erwähnt, der Paulus hat darüber berichtet. Eine griechische Gottheit. So, jetzt bin ich die Treppen hochgelaufen. Da hat man auch ein bisschen Überblick. Ja, immer diese Säulen, hä? Und dieses Gerät stellt die Säulen wieder auf. Und von hier oben hat man einen wunderbaren Ausblick über das ganze Gelände. Da hinten sieht man das Amphitheater. Von da kommen wir vom Hauptplatz. Das ist einigermaßen großes Gelände. Hier unten ist die Steinsäge. Ab 550 nach Christus wurde die gebaut. Natürlich wurde sie jetzt erneuert. Aber hier hat man eigentlich die großen Steinblöcke gesägt. Früher war das alles Handarbeit. Sightseeing-Hunde, die müssen immer mit. Wir sind am Ende der Anlage angelangt. Jetzt geht's oberhalb wieder zurück. Und hier treffen wir das Nordtheater, das ein bisschen kleiner ist. So, jetzt gehen wir mal hoch zum Theater. Da ist die Tribüne. Die haben schon damals ein Theater gemacht. Und hier, ja, hat man sich belustigt. Man kann da weiter hochlaufen an der Theatermauer. So, dann sieht man nämlich, oh, direkt runter. Jetzt bin ich auf dem Dach des Theaters. Wunderbarer Ausblick. Blicke von den dunklen Gängen zu den Rängen. Und da vorne geht's raus in die Theaterwelt. Gleich daneben, das war eine Kirche, die Kirche des Isaias. Und unter mir geht es richtig runter. So, auf der Jagd nach den Bildern muss man auch mal andere Wege gehen. Der Tempel der Artemis. Der verstorbenen Göttin, soviel ich weiß, der Fruchtbarkeit. So, wir schreiten jetzt rüber zum anderen Theater. Jetzt kommen sie, die ersten Touristen, zu diesem Hauptplatz. Säulen über Säulen hier in dieser Landschaft, wo es wieder grün ist. Hinten die Neustadt und davor diese archäologische Ausgrabungsstätte. Ja, man braucht ungefähr 1 bis 2 Stunden, bis man da durch ist. Aber ist spannend. Sightseeing macht müde, vor allem wenn man nachts schlecht geschlafen hat, weil wir nur am Visitor Center schlafen durften, direkt an der Hauptstraße. Woanders haben sie uns nicht stehen lassen. Ja, heute mal Hundeshow hier auf der Bühne. Das sind jetzt hier die neuen Stars. So,
Wir sind nicht mehr alleine. Das zweite Theater, ein bisschen größer. Im anderen durften die Hunde nicht rein, da kam ein Sheriff. Hier sagen sie wieder, sie dürfen rein, die Händler. Naja. Ja, und so sieht es unter den Tribünen aus. Auch die Deckengewölbe sind abgestuft und da vorne geht's raus zu den Zuschauertribünen dieses Theaters. Also hier kommt gerade mal die Frage, auf wem eigentlich diese Hunde gehören. Denn wir lassen die einfach mitlaufen. Aber da hinten ist ein armer Kerl, der will das wissen, weil er hat nämlich mega Angst vor Hunden. Und jetzt hat er sich lieber da eingesperrt. You are scared from the dog? Kommen Sie! Also der kommt erst raus, wenn der Hund wieder weg ist, hat er gesagt. You don't come out, why not? Why? Because of the dog? What? Now it's okay? Not scared anymore. He's now not scared? No scared. Okay, very good. يا حبيبي الأحضان نستقبلك يا عمري شو يا روحي. Also wenn wir Geld dafür bekommen hätten, wie viele Leute mit den Hunden hier Aufnahme machen wollen, wir wären steinreich, die Reise wäre finanziert. Hier noch ein kurzer Abstecher auf den Marktplatz mit vielen Säulen und einem zentralen Rund. Und außenrum waren dann wohl Händler gewesen. Hier und innen der Innenhof, vermutlich mit einem Brunnen, so wie das aussieht. Wir fahren jetzt Richtung Mafak und dann zur irakischen Grenze. Wir haben einen schönen Übernachtungsplatz gefunden, hier in einer Gegend, die fast toskanisch anmutet mit den Bäumen. Und hier haben Angie und Ayla was zum Fressen bekommen. Ein paar Knochenreste von dieser syrischen Familie, die hier seit 10 Jahren lebt, aus Homs kommt ursprünglich. Und die haben uns natürlich sofort zum Tee eingeladen. Das ist immer so lieb. Essen wollten sie uns auch geben. Aber wir haben natürlich selber genug. Dafür bekommen die Angie und die Ayla jetzt lecker Knochen. Und die Kids haben ausnahmsweise mal gar keine Angst vor ihnen. Die Marietta. Süße Babys, hä? Ja, auch Jordanien ist ein Autoland, denn hier gibt es keine Fußgängerüberwege. Da müssen die Kinder einfach quer über die Straße. Schau mal sich das an hier. Krass. Sebastian und Elli, die werden auch mit uns über die Irak-Grenze gehen, denn dann mit Militärbegleitung dort ist es vielleicht schöner, wenn man zu mehreren ist. So ein Eselsgefährt mit einem kleinen Kind, das immer die Büchsen und den Abfall sammelt. Rasenrand und warten wohl auf den Bus. Wir reisen weiter Richtung Irak-Grenze und die Hunde haben bei diesen vielen Kilometern natürlich nichts anderes zu tun, als hier vorne zu schlafen. So sieht das aus. 230 Kilometer vor der irakischen Grenze und das Land da, die Straße ziemlich besiedelt, eine Siedlung nach der anderen, schon seit 100 Kilometern.
Ja, Straße nicht sehr gut. Wir sind, glaube ich, die Letzten jetzt, die das Land verlassen. Die anderen, die ich kenne, das sind doch eine Menge, die sind alle weg, schon draußen. So, in dem fast letzten Dorf gibt es hier ganz viele vergitterte Läden. Aber Richtung Irak-Grenze wird es hier jetzt auch einsamer und einfacher. Und auch hier überall die Puppys und Straßenhunde, ziemlich verwahrlost. Aber wir können natürlich die nicht alle mitnehmen. Wir fahren jetzt quasi immer geradeaus Richtung Irak. Hier ist jetzt nichts mehr los, groß, außer miese Straße. Ganz miese Straße, ja. Jetzt noch 100 Kilometer vor der jordanischen-irakischen Grenze. Es gibt da übrigens nur eine. Und nicht mehr bewohnt, ziemlich steinig. Es kommt aber noch eine Stadt. Wir haben jetzt die Hauptstraße verlassen und suchen einen Übernachtungsplatz. Folgen diesen Steinkegel und mal schauen. Wir haben zwischendurch übernachtet, jetzt geht es zur Grenze, noch 50 Kilometer. Eigentlich da unbesiedelt, Niemandsland, ab und zu ein Hirte, aber sonst nichts, außer die Trucks da drüben, was auch immer die wollen. An den Trucks angekommen, die hier an der Irak-Grenze stehen. Mal schauen, ob es für uns schneller geht oder ob wir auch warten müssen. Also wir fahren mal zurück, wir versuchen es auf der anderen Seite. So, hier machen wir mal einen Unterbruch. In einer Woche gibt es mehr. Dann geht es nämlich durch die Grenze, das Grenzprozedur vom Irak, das ist ein Horror, und dann durch das ganze Land in Begleitung des Militärs mit ihren gepanzerten Fahrzeugen. Es wird spannend. Also bis zum nächsten Mal und immer Daumen hoch und bis bald.